Herzlich willkommen zum Traumbewusstsein. In den folgenden Videos wird es Interviews geben, sehr kurze Interviews von Klarträumern und Träumern, die ich auf Klartraumtreffen interviewt habe. Und das Ziel der ganzen Sache ist, herauszufinden, warum beschäftigen sich diese ganzen Menschen mit ihren Träumen und natürlich auf welche Art und Weise. Also, wenn man dann diese ganzen verschiedenen Interviews sich anhört, wird man diese bunte Vielfalt ein bisschen so kennenlernen, die das Thema hat, was man da alles machen kann oder was eben besonders die Leute mit ihren Träumen tun, die sich jetzt auch schon, also die meisten, die sich auch schon etwas länger damit beschäftigen. Und das war jetzt auch auf zwei Klartraumtreffen in Heidelberg und in Aachen. Und abgesehen davon, was die Leute also alles tun, ist so die Hauptfrage, die ich also erörtern wollte, immer, was hat das für einen Einfluss auf den Alltag oder aufs Leben insgesamt, was sie so in den Träumen erleben oder auch wie sie sich, wie die gesamte Beschäftigung, das ganze gesamte Thema sich irgendwie darauf auswirkt. Ja, und bevor ich jetzt hier noch viel erzähle, fange ich einfach mit dem ersten Interview gleich an. Viel Spaß! Also ich habe jetzt hier als nächsten Gast Miss Mortisaga. Hi. Hi. So kurz zu dir. Wie lange ungefähr beschäftigst du dich schon so mit Träumen? Eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Aber okay. Mit Klarträumen jetzt eher so ungefähr seit, ja, sagen wir mal anderthalb Jahre. Ah ja, cool. Und was machst du so zurzeit? Zurzeit habe ich nicht so viel, also ist einfach gerade nicht so die Phase, aber so prinzipiell mache ich halt meistens so, dass ich halt ein Ziel habe, also dass ich dann in den Keller gehe und den erkunde. Im Klartraum? Genau. Okay, und klappt das gut? Ja, das klappt eigentlich fast jedes Mal dann auch ganz gut. Cool, einfach so erkunden? Genau, ich erkunde das einfach und überwinde mich quasi jedes Mal und schreibe das dann auch auf, was ich da entdeckt habe und so, und versuche auch mit der Umgebung zu interagieren, aber halt immer in dieser gleichen Umgebung quasi. Ja, das ist immer interessant. Und würdest du sagen, diese Aktivität hat dein Leben irgendwie beeinflusst? Ja, schon. Also es ist halt irgendwie interessant, weil man lernt sich halt selber ganz gut dabei kennen und hat halt man kann halt seine Ängste besser ergründen oder generell einfach drüber nachdenken, und es macht halt auch einfach Spaß. Also das ist halt so das Primäre, würde ich mal sagen. Ja, einfach auch vielleicht so drüber zu unterhalten mit anderen, finde ich interessant. Ja, so halt. Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat das auch deine Ängste im Wachleben irgendwie gemindert oder so? Ne, das nicht unbedingt, aber man versteht es dann halt besser, beziehungsweise hat ein besseres Bild von sich selbst oder kann sich besser selbst einordnen oder kann besser wissen, woher bestimmte Gedanken oder Mechanismen kommen, oder findet eben Analogien, sodass man sich das vielleicht besser vergegenwärtigen kann. Ja, ja, das ist sehr interessant. Hast du vielleicht zum Schluss jetzt noch einen Tipp, wenn du einen einzigen Tipp den Zuhörern mitgeben würdest, wenn sie jetzt ähnliche Ziele haben wie du, was sie dann vielleicht am ehesten machen sollten? Also ich würde jetzt mal trotzdem allgemein antworten, weil ich denke, das Beste, was man jemandem als Tipp geben kann, ist einfach neugierig zu bleiben und einfach mit so einem Forscherdrang da dran zu gehen und nicht so akribisch oder irgendwie, ja, sondern wirklich halt mit Neugierde und wirklich Interesse an sich und seiner Umwelt, an seinem Leben einfach. Okay, cool. Dankeschön. Ja. Dann mal tschüss. Tschüss.